Ist das wirklich nur der eine? Das kann ich ja fast schon nicht glauben. Okay, es sind zwei. Drei. Vier, fünf. Okay. Alle Mann Angriff. Ei? Feiere es etwas zurück. Okay, ja? Das könnte vielleicht etwas schwieriger werden. Ja. Deswegen wirft Kano jetzt mal Sternstaub. Fyris könnte einen Acceleratus auf Forgrim mal machen. Und ich versuche es jetzt einfach mal mit Sumos Leib. Das habe ich ja mittlerweile schon auf 3. Kostet mich zwar einen Haufen Ausdauer, aber wenigstens nicht ganz so viel Astralenergie. Okay, Sumos Leib ist fehlgeschlagen, aber ich brauche meine Heilung von Fyris. Was? Bei Angriff Schwert! Forgrim kann weiter auf den draufhauen. Ja. Kuano Sternstaub auf den. Auf wen schlägst du jetzt ein, Forgrim? Auf den, der auch auf mich einschlägt. Okay. Was? Kuano, ein gezielter Stich. Ja. Forgrim, nach dem Rufschlag gleich mal noch ein. Sehr schön. Vorgehen kannst du den mal von mir ablenken, dann versuche ich es nochmal mit Sumos Leib. Fyris, Kuano heilen. Okay, der Acceleratus von Vorgrim ist schon wieder runter. Jetzt weiß ich wieder, woher ich den Mann kenne. In Havena war er Hofwissenschaftler meines Namensvetters Kuano Ibenain. Bis vor zwei Götterläufen sein Labor abbrannte und... Was hieß er sein? Ah, toll. Jetzt wissen wir, woher Kuano den Mann kennt. Auch wenn es vielleicht nicht viel bringen mag, aber ich versuche es jetzt erstmal weiter mit Sumos Leib. Okay. Hat nichts gebracht. Wen wundert's bei Gargoyles? Das hätte ich mir gleich denken können. Ja. Und jetzt? Ja? Bitte Fallen entschärfen. Ja. Okay, hier haben wir jetzt das Siegel der Abwehr. Ja, jetzt können wir auch mal, nachdem wir den ganzen Sandstein hier eingesackt haben, weil ich vergessen habe, wofür der Sandstein nochmal gut war, können wir mal kurz nachlesen, wofür das Siegel der Abwehr gut ist. Auf dass du deinen Dämon kannst führen zu bewachen, dich vor Schaden deiner Gegner, soll er nun gestärkt sein in seiner Fähigkeit, schnell und stark zu parieren, jeden Hieb oder aufzufangen mit seinem manifestierten Leibe,
zu deinem Schutze. Wünschst du aber seine Vernichtung, so aktiviere dieses Siegel. Es ist vollkommen. Okay, das Siegel der Abwehr werden wir auf jeden Fall brauchen. Dies ist ein magischer Siegelstein, deren korrekter Einsatz immer Dämon schwächen kann. Ja, den müssen wir auf jeden Fall einsetzen, weil sonst haben wir keine Chance gegen den Dämon. Hier mal kurz einen Quick Save, weil mir war der Kampf schon ein bisschen zu anspruchsvoll. Das heißt anspruchsvoll, er ging eigentlich, aber ich bin da doch lieber etwas vorsichtiger. Ich will das Ganze hier nicht nochmal machen müssen. Okay, das war alles in dem Bereich hier. Ich nehme mal an, die Haupthalle hat mehrere solche abgehende Flügel, in denen noch eine Falle? Ach da. Ja. Ich kann Feueres kurz entschärfen. Und diesmal hat es sogar geklappt. Dann mal hier, jetzt hier rein. Hallo, Spinnies. Bei Angriff Schwert! Muss jetzt auch noch sowas kommen. Komm, komm! Ei, ha! Obwohl, irgendwie bin ich gerade froh drüber. Ich kämpfe jetzt gerade irgendwie lieber gegen diese Spinnen als gegen irgendwelche Gargoyles. Vor allem, weil diese Spinnen nicht so viel aushalten. Obwohl ich nicht wissen will, wo Mama steckt. Das sind ja immerhin nur kleine Smaragdspinnen. Ja? Gut. Wird gemacht. Wo die herkommen, können garantiert auch größere herkommen. Aber sie haben Seidendrüsen dabei. Ich mach das schon. Die helfen uns zu ein bisschen Geld. Aber sicher. Sollten wir lebend hier rauskommen, natürlich. Okay. Schon wieder eine Falle. Aber gut, gucken wir mal. Ich bin vergiftet. Aber ich sagte ja, wo kleine sind, kann's auch große geben. Und die gesamte Truppe ist vergiftet. Und bewusstlos. Na? Sehr toll. Was? Das muss ich heilen. Feieres etwas weg. Weiche! Ich auch Angriff auf die große Spinne mit einem Fulminictus. Ja. Und Quano kann mal anfangen, erstmal Sternstopp zu werfen und dann auf die kleinen Spinnen. Ja. Wenn die nicht ständig umwerfen. Ja, genau, es war eine große Smaragdspinne, hat da schon ein bisschen mehr drauf. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja? Ist doch nur eine Spinne. Eine Spinne, die gerade
Vorgrim ausgenockt hat. Was? Ich versuche halt nur mal die Spinne auszunocken. Nein, hat nicht geklappt. Das ist nicht gut. Komm schon! Was machen wir jetzt? Hoffen, dass Fyris so schnell wie möglich wieder aufsteht. Fyris, Vorgrim heilen. Was? Quano, töte diese Spinne, die sich anfängt zu heilen. Ist die Große tot? Ja, Gott sei Dank. Und jetzt kannst du mich heilen, Fyris. Gut, das war eine große Smaragdspinne. Bitte nicht noch mehr. Wird gemacht. Gut. Eine Seidendrüse, tolle Ausbeute. Haben wir etwa das Siegel der Präsenz jetzt gekriegt, ohne dass wir es gemerkt haben? Siegel des Fluches, Siegel der Präsenz. Okay, gucken wir, lesen wir erstmal das Siegel der Präsenz. Schrecken schon der bloße Anblick der Gestalt eines Dämons, den Unwissen, so verstärkt sich jener Effekt durch eine magisch gegebene Präsenz der unbändigen Zerstörungswut, der man sich kaum entziehen kann. In seiner Aura zu kämpfen heißt, die Waffenjäger festzuhalten, den Streich nur zögerlich zu führen und sich mit Gliedern taub vor Angst zu schützen versuchen. Natürlich leiden betreffende Dämon nicht und so entmutigt den Gegner auch der Anblick einer Wunde, die nicht blutet. Das Siegel kann den Dämon seine Präsenz nehmen, jedoch bleibt die furchterregende Gestalt. Überlegungen bestehen, dem Dämon zusätzlich ein harmloses Äußeres zu verleihen. Entsprechende Formen sind in Arbeit. Zu diesem Zweck kollaborieren wir derzeit mit dem Erschaffer des Siegels der Magie. Ja. Und hier ist das Siegel des Fluches. Darf für den Dämon in der dritten Sphäre nicht alle Gesetze der Wissenschaft Anwendung finden, kann er viele Gegner durch übermenschliche Kraft und Geschwindigkeit übertrumpfen. Zusätzlich ist es uns gelungen, dem Dämon die Fähigkeit zu verleihen, den Gegner mit seinem Geist schon vor seinem Tod einen Teil seiner Lebenskraft zu nehmen und ihn so müde und schwach in den Kampf gehen zu lassen. Das Siegel kann den Effekt negieren. Noch nicht geklärt ist, was mit der verschwundenen Lebenskraft geschieht. Eine Kombination der Protoglyphen des Siegels der Kraft könnte diese Energie möglicherweise dem Dämon direkt zuführen. Super. Ja. Ich mach das schon. Die ist verschlossen. Quano, nicht auf aggressiv. Bitte Truhe öffnen. Sind jetzt hier beide Siegel drin oder nur eins? Siegel des Fluches und vier Fusel. Aber das Siegel der Präsenz hätte ich auch gerne. Na gut. Ich würde aber sagen, die anderen Siegel suchen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich speichere hier jetzt mal ab. LP17. So. Und dann mache ich einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.